Hallo, liebe Wassermänner, herzlich willkommen zu eurem Mitmonats-Reading für den Juli 2021. Ein mitmonatiges Reading, liebe Wassermänner, ist das, was ich jetzt zum allerersten Mal mache. Man muss es sich so vorstellen, während eines Monats natürlich, und viele von euch dürften auch ihr Monats-Reading für den Juli, denke ich mal, gesehen haben. Während eines Monats können sich Energien sehr, sehr schnell verändern. Viele von euch wissen das sicherlich, andere werden es ja herausfinden, auf die gute oder auf die eher nicht so gute Art und Weise. Definitiv ist es ja oftmals so, dass sich Energien extrem schnell ändern können, beziehungsweise kann es auch natürlich sehr, sehr gut sein für diejenigen, für die das monatliche Reading nicht resoniert hat oder kaum resoniert hat. Diese könnten sich möglicherweise mehr im mitmonatigen Reading wiederfinden, als es im Monatsreading der Fall war. Natürlich möchte ich die Readings auf YouTube nicht zu kurz kommen lassen, ne? Unabhängig von meiner persönlichen Situation im Moment, die einigen von euch sicherlich bekannt sein wird. Und deswegen schaue ich jetzt, dass ich auch wirklich für alle Sternzeichen ein mitmonatiges Reading pünktlich so zum Monatsmitte ungefähr habe ich das vor, herausbringen kann. Auch wieder hier gibt es ein weiterführendes Reading, wenn euch das interessiert, wenn es mit euch resoniert, dieses Reading. Ihr findet weiterhin in der Infobox sämtliches, was euch interessieren könnte. Das bleibt natürlich unverändert und ansonsten würde ich sagen, beginnen wir direkt. Liebes Schicksal, bitte gib mir Einsicht in die Mitte des Monats Juli 2021 für meine Wassermänner. Der Fuchs, okay. Der Fuchs ist auch oftmals in den Lenormand-Karten ein größerer Begriff, wenn euch die Lenormand-Karten ein Begriff sind, liebe Wassermänner. Der Fuchs zeugt von Selbsterkenntnis, beziehungsweise ist Selbsterkenntnis die Hauptenergie für diese Zeitspanne. Die Zeitspanne ist natürlich nicht nur die Mitte des Monats Juli, sondern es kann sich natürlich auch schon von Monatsanfang bis Monatsende so gezogen haben. Es kann natürlich auch erst im Folgemonat kommen. Die Zeit ist bekanntlicherweise fließend, liebe Wassermänner. Ziehe dich zurück und schmiede dein Glück abseits der ausgetretenen Pfade. In deinem Inneren wird ein Licht neugeboren. Ja, der Satz gibt zur Annahme, dass man hier es auf eine eingefahrene Art und Weise schon bereits probiert hat und diese wohl ja, nicht vom Erfolg gekrönt war bislang, abseits der ausgetretenen Pfade. Das ist hier so das Schlagwort, ausgetretene Pfade. Das heißt auf Deutsch, man hat eine Routine bislang durchgezogen, scheinbar ohne Erfolg. Und mit der Selbsterkenntnis, die jetzt hier kommen könnte, kommt einiges zur Klarheit, einiges zur Einsicht. Man weiß im Prinzip, okay, so und so mache ich etwas falsch oder okay, so oder so mache ich etwas richtig. Möglicherweise kommt es auch dazu, dass einige von euch ihre Ziele, Wünsche und Träume nochmals überdenken, ob es denn tatsächlich das Richtige für sie ist. Ich kann mir sehr, sehr viel vorstellen unter dieser Hauptenergie noch. Möglicherweise kann ich das jetzt natürlich, ja, ich hoffe es natürlich, etwas eingrenzen innerhalb der Legung. Liebes Schicksal, bitte gib mir weitere Einsicht in die Mitte des Julis 2021 meiner Wassermänner. Ah ja, zweiter Stäbe. Es ist so im Großen und Ganzen das, was ich jetzt auch hier schon interpretiert habe, die ein oder andere Weise. Man hat hier zwei Stäbe, bei den zweiten Stäben spricht man oftmals auch von einer Weggabelung bzw. einem Scheideweg und man kann hier mit diesen ausgetretenen Pfaden, die da drin stecken in diesem Satz, diese Karte sehr, sehr gut verbinden. Möglicherweise, und ich wiederhole mich gerne, nachdem ich jetzt die Hauptenergie hier eigentlich schon interpretiert habe, viele von euch werden eine andere Art und Weise des Herangehens innerhalb eines bestimmten Genres oder angesichts einer bestimmten Situation oder Angelegenheit wohl in Betracht ziehen in Bälde. Der Teufel. Ja, der Teufel hat viele Deutungsvarianten. Er ist hauptsächlich und überwiegend negativ zu interpretieren im Tarot. Er spricht oftmals von Lastern, von Süchten, von Ängsten natürlich auch, von Angebundenheit bis hin zur Koexistenz kann das hier laufen. Wenn ich jetzt hier noch einige Triggerkarten bekomme, kann ich hier auch von Teufelskreisen sprechen, beziehungsweise
Routinen, die einem gegen Strich gehen. So kann man es salopp ausdrücken. Oh, okay. Kommunikation in Form der 8 der Stäbe in der Mitte des Readings. Kommunikation, auch Bewegungskarte, ist das hier, die 8 der Stäbe. Viele sagen auch Amors Pfeile dazu. Also diese Interpretation hatte ich bei dieser Karte noch nicht. Aber es wird hier wohl zu Diskussionen kommen. Es wird hier möglicherweise auch zu einer Aussprache kommen. Vielleicht auch werden Pläne geschmiedet oder ausgeklügelt. Die 9 der Münzen. Klassische Single-Karte, auch eine Karte, die vom hohen Stolz und vom hohen Selbstwert spricht. Engagement, Souveränität, Fachkenntnisse auch da drin, vor allem dann, wenn es berufsbezogen ist, das Reading. Fachkompetenz kann man hier auch als Schlagwort nennen. Mal sehen, wie ich die verbinden kann in diesem Reading, diese Karte. Die nächste 9 in Form der 9 der Kelche. Ja, das wird schon etwas klarer hier. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, liebe Wassermänner, dass einige von euch sich angesichts eines bestimmten Themas, Genres oder einer Angelegenheit sehr aufgeopfert haben in letzter Zeit. Das sagt mir nicht nur die Spiegelung von den 9 der Münzen auf den Teufel, sondern auch eben die Folgekarte der 9 der Kelche. Ich glaube, ihr habt bislang eine Sache erduldet, eine Vorgehensweise bzw. einen Umgang mit einem bestimmten Menschen möglicherweise hingenommen bzw. eben wie gesagt erduldet. Und ich glaube, es kann sehr, sehr gut sein, dass einige von euch nun, wie sagt man denn da, andere Seiten aufziehen. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja. Die Mäßigkeit im Outcome spricht einerseits auch wieder von Gesprächen und Kommunikation, die hier auf euch warten könnten. Auch hat die Mäßigkeit einen heilungstechnischen Aspekt in sich. Etwas ist ja negativ, so wie es auch hier der Teufel jetzt wieder sagen würde, beziehungsweise eine Unannehmlichkeit ist das, mit der ihr hier konfrontiert seid. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ihr etwas daran setzen werdet, diese Unannehmlichkeit möglichst annehmlich zu gestalten. Für viele von euch gilt es hier aber auch, auf sich selbst zu besinnen, den eigenen Wünschen, den eigenen Bedürfnissen eher nachzugehen, beziehungsweise diesen einen höheren, ja, Zuspruch oder eine höhere Gewichtung eben anzumaßen. Die 2 der Stäbe. Die 7 der Stäbe. Verteidigungshaltung ist das hier auf jeden Fall. Man muss sich hier manchmal wehren gegenüber anderen Leuten, gegenüber Anschuldigungen, vielleicht auch Kritik kann auch sehr, sehr gut sein. Jemand hält sich hier zurück, jemand blockt, kann auch gut sein. Vor allem, wenn ihr es hier mit der Kommunikation verbinden könnt, habt ihr hier einen Menschen in eurem Umfeld, der unbelehrbar ist teilweise, der nicht auf Wünsche eingeht, nicht auf Forderungen eingeht. Es kann sich sehr, sehr gut um jenen Menschen handeln, da dieser blocken könnte bei dieser Karte. Muss ich aber noch weiter klären. Der wird zum Teufel. Und wiederum die 8 der Stäbe. Also Kommunikation wird hier tatsächlich groß geschrieben in dieser Zeitspanne für euch, liebe Wassermänner. Es kann sehr, sehr gut sein, dass ihr einen währenden Konflikt habt. Etwas, was im Raume steht, sozusagen bislang noch ungeklärt blieb. Möglicherweise hat hier auch jemand etwas gesagt, was vieles verändert hat. Eine Aussage getätigt, die eigentlich sehr vieles dann in eine falsche Richtung gelenkt hat. Es kann sich hier um Beleidigung handeln, es kann sich hier tatsächlich auch um Anschuldigung handeln, potenziell auch um Lügen an sich, weil ich habe Kommunikation, Kommunikation und beides triggert mit dem Teufel. Das dürften Lügen sein für einige von euch im Speziellen, beziehungsweise ein sehr forscher Umgang miteinander, ein sehr lautstärker, böswilliger Umgang teilweise. Die 8 der Stäbe in der Mitte. Ass der Kelche.
Und hier beim Aster Kelche kann man theoretisch von einer neuen Liebe sprechen, die auf euch warten könnte. Ich sehe hier aber in Bezug zum Teufel und zu den Neuen der Münzen eher die Selbstliebe drin, an die viele für euch appellieren werden, liebe Wassermänner. Die entdeckt man hier selbst, auch natürlich mit der Selbsterkenntnis in Verbindung. Kann ich hier bei diesem Aster Kelche eher von der Selbstliebe sprechen, eher auf das beziehen, was man selbst will und die Wünsche anderer vielleicht mal hinter die eigenen Wünsche stellen. Denn viele von euch haben das in der Vergangenheit scheinbar nicht so praktiziert. Die haben andere vorgezogen, erst mal geschaut, dass es anderen gut geht und man selbst ist dann wohl oder übel etwas zu kurz gekommen bei dem Ganzen. Klärung 9 der Münzen. Neun der Kelche. Wiederum in Konjunktion ist hier die Neun der Kelche und die Acht der Stäbe, die hier aufeinander sogar spiegeln. Ich kann mir gut vorstellen, dass es hier um eine Art Aussprache geht. Es geht hier um wohl ein wahrscheinlich längeres, höchstwahrscheinlich intensives Gespräch zwischen euch und wahrscheinlich einem bestimmten Menschen. Neun Kelche in Konjunktion, das darauf konzentrieren, was man selbst möchte. Eigene Bedürfnisse bzw. die Erfüllung der Bedürfnisse ist in den Neun der Kelchen dargestellt. Es soll wohl hier ein Weg gefunden werden, wie jemand in eurem Umfeld, wahrscheinlich demjenigen, dem man unter die Arme gegriffen hat, dessen Wohl an erster Stelle steht bzw. stand. Dieser jemand hat vielleicht alles von euch bekommen und ihr wart dabei etwas im Nachteil bzw. habt euch eben etwas selbst zurückgenommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier nun ein Mittelweg gesucht wird, wie eure Bedürfnisse erfüllt werden können in einer gewissen Art und Weise, aber der andere auch bei dem Ganzen nicht zu kurz kommt. Zwar kürzer, aber nicht zu kurz. So sieht es im Moment aus. Klärung 9 der Kelche hier. 3 der Münzen. Zusammenarbeit, Teamwork, Team-Up-Karte, sagt man bei dieser auch. Kann sich hier um eine arbeitstechnische Situation für euch handeln, im Speziellen, liebe Wassermänner, das ist auch eine klassische Arbeitskarte hier. Stabenergie ist auch Arbeitsenergie, auch Münzen können Arbeit hindeuten. Für viele von euch bin ich hier bei einem arbeitstechnischen Reading. Für die meisten von euch bin ich aber hier bei einem beziehungstechnischen Reading zu einer gewissen Person. Ich habe hier noch keine Triggerkarten, die auf eine Liebesbeziehung hindeuten würden. Es kann sich hier um eine Freundschaft handeln tatsächlich, den Umgang zwischen euch und einem Menschen in eurem Umfeld, dem man tatsächlich sehr unter die Arme gegriffen hat und dabei selbst man etwas zu kurz gekommen ist. Und hier mit den 3 der Kelchen, Trigger doppelt 9 der Kelche, 9 der Kelche hier mit den 3 der Münzen, so rum ist es richtig, versucht man gemeinsam an einer beidseitigen Lösung zu arbeiten. Das ist hier die Erfüllung eurer Bedürfnisse, die Erfüllung der Bedürfnisse des anderen Menschen und hier ist der Teamwork dargestellt. Man versucht, wie gesagt, den Mittelweg zu finden. Man versucht hier, wie ihr nicht zu kurz kommt, aber der andere auch nicht zu kurz kommt. Auf diese Ebene möchte man sich begeben. 10 der Kelche im Outcome ist ein deutliches Indiz dafür, dass euch das gelingen kann, denn sie spricht von Harmonie, sie spricht von Glückseligkeit, sie spricht auch von Träumen bzw. der maximalen Erfüllung hier. Ich habe 9 Kelche, ich habe 10 Kelche und das Ast der Kelche in der Mitte hat dabei auch eine tragende Rolle, denn 1 plus 9 ist logischerweise 10 und das Erkennen der Selbstliebe bzw. das Erkennen der eigenen Bedürfnisse. Man merkt, wohin es einen zieht. Man merkt, was einem gefällt, man merkt, was einem aber auch nicht gefällt. Das ist hier im Ast der Kelche dargestellt und man fixiert sich nun mehr darauf, eigene Bedürfnisse zu erfüllen oder erfüllt zu bekommen. Und das ist das Resultat hier davon. Klärung zu den 7 der Stäben. Das ist der Page der Stäbe. Der Page der Stäbe ist auf jeden Fall eine andere Energie als die eure, liebe Wassermänner. Ich kann mir hier gut vorstellen, dass es sich um jenen genannten Menschen handelt,
Potenziell ist dieser jemand etwas jünger als euch. Könnte sich demnach um ein Kind von euch handeln, um einen jüngeren Bruder, jüngere Schwester oder einfach um eine Person in eurem Umfeld, die etwas jünger sein kann als ihr. Definitiv ist diese Person oftmals impulsiv, hat einen, ja, ist sehr temperamentvoll in vielen Fällen. Vielleicht etwas naiv oder kindisch tatsächlich. Ich meine hier eher euren Gegenüber darin zu erkennen. Ach, der Stäbe hier. Wow. Ach, der Stäbe. Eine sehr kommunikative Zeit, und ich wiederhole mich gerne, weil ich jetzt hier dreimal die Acht der Stäbe habe, wartet hier auf euch, liebe Wassermänner. Wenn ihr in meinem Moment so mit einem Menschen eher so im Clinch seid, eher so nicht redet oder ihr euch sehr wortkarg begegnet, wird sich das jedoch sehr schnell umschwenken, weil ihr müsst euch vorstellen, ihr habt mit einem Menschen vielleicht eine Diskussion geführt, und das sieht man hier sehr, sehr gut drin, die nach hinten losgehen. Teilweise wurden hier möglicherweise Sachen gesagt, die man nicht hätte sagen sollen oder im Nachhinein bereut gesagt zu haben. Kann sehr, sehr gut sein. Wenn das der Fall ist, weil ich habe hier Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation aufeinander folgend auf den Teufel. Man hat hier nämlich eine Situation, eine negativ darstellende Situation, die man nun versucht, wirklich ins Rechte wieder zu rücken. Mit den drei Karten, die hier folgen auf den Teufel, ist das definitiv durch Kommunikation. Kann Textnachricht sein, kann eine E-Mail sein, kann ein Telefonat sein oder wirklich ein Gespräch auf Augenhöhe, beziehungsweise eben Auge in Auge, sagt man da ja auch sehr gerne, kann das sehr, sehr gut dadurch versucht werden zu lösen. Und ich meine, ihr habt hier großes Potenzial, dies zu lösen. Ass der Kelche. Ass der Schwerter. Das Schwert der tausend Wahrheiten nenne ich es gerne. Dieses Ass der Schwerter ist ebenso wie diese drei Karten hier und diese eine Kommunikationskarte. Ich wiederhole mich wieder gerne. Kommunikation wartet auf euch. Mit dem Ass der Schwerter ist hier aber auch vorrangig die Wahrheit repräsentiert. Die Wahrheit auf das Ass der Kelche hier ist definitiv das Erkennen der eigenen Bedürfnisse, aber auch das Aussprechen, was man braucht, was man will, was man möchte und was man nicht mehr haben möchte. Man stellt hier klare Linien auf, man bezieht hier Stellung sozusagen, man steht für sich selbst ein, macht aber den anderen dabei nicht nieder. Wie gesagt, man versucht auf eine Wellenlänge zu kommen. Neun der Kelche. Der Tod. Veränderung und Transformation kommt hier. Teufel, Ass der Kelche und der Tod. Diese negative Situation, dieser Stress, den ihr im Moment habt, beziehungsweise der eine ist auf den anderen böse und der andere ist enttäuscht vom anderen. Das kann hier sehr, sehr gut so einen Kreislauf, beziehungsweise so eine Unannehmlichkeit hier darstellen. Und mit dem Ass der Kelche ist das Ganze mit neuen Gefühlen, mit neuen Emotionen aufzufrischen, beziehungsweise sind diese einzubringen in diese Angelegenheit. Und wenn das geschieht, und das geschieht hier per Kommunikation, ändert sich hier sehr, sehr vieles. Und das sagt der Tod. Der Tod in der Konjunktion zum Teufel ist eine positive Veränderung, logischerweise, weil man hier das Negative hat, hier die Wirkung und hier das Positive. Es ändert sich hier zum Besseren, definitiv, weil auch die Neun der Kelche folgen. Ich bin hier auf die drei der Münzen gespannt. Der König der Schwerter, liebe Wassermänner, da sitzt ihr in eurem Thron, habt die Strategie, habt den Plan, habt hier definitiv auch den Durchblick. Es werden hier Entscheidungen anstehen. Dieser Mensch hier stellt nämlich auch an sich selbst die Forderung zur Entscheidung. Und das gelingt diesem Menschen sehr, sehr gut. Es ist die Hofkarte im Luftzeichen. Ihr habt es hier definitiv mit einer anderen Person zu tun, hier in der Spiegelung. Und ihr seid dem Ganzen auch mächtig und gewachsen. Drei der Kelche im Outcome deutet auf Anlass zur Feierlichkeit, zur Freude hin. Auch die Wiedervereinigung ist darin dargestellt. Und ich kann mir hier anhand der Outcome-Karten auch schon sehr gut denken, dass ihr es schafft, diesen Konflikt zu bereinigen, liebe Wassermänner. Man kann hier wirklich von einer Situation sprechen, die sich womöglich bei euch im Alltag schon länger festgesessen hat, liebe Wassermänner. Bei den zwei der Stäben hier ganz am Anfang und vor allem mit der Triggerkarte zum Teufel
kann ich mir hier eine Routine vorstellen, ein tägliches Dasein, eine tägliche, ja, ein täglicher Ablauf in eurem Umfeld, liebe Wassermänner, der sich eingewohnt hat, der immer gleich ist sozusagen. Das kann hier zu Hause sein, wenn man hier festgelegt hat, irgendwie wer welche Pflichten zu erledigen hat, wer den Müll rausbringt, wer die Spülmaschine ausräumt, wer Essen macht, wer durchputzt, wer staubsaugt. Das kann hier alles sehr, sehr gut auch so etwas betreffen. Es kann natürlich für viele von euch auch die Alltagsroutine auf der Arbeit betreffen. Bitte bezieht es dann auch auf eure Situation. Definitiv rede ich hier von einer festgefahrenen Routine, bei der sich jemand von euch, und ich meine eher, dass es euer Gegenüber ist, hier unten nämlich, vielleicht etwas hat gehen lassen, vielleicht immer weniger das erfüllt, was er eigentlich zu erfüllen hat, beziehungsweise euch immer mehr machen hat lassen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, liebe Wassermänner. Jemand hat sich hier zurückgezogen. Jemand hat sich hier immer mehr und mehr ja, abgeschottet, beziehungsweise hat immer mehr, immer weniger und weniger Engagement in die Sache gesetzt. Und das kann ich mir hier sehr, sehr gut vorstellen, dass dies bei eurem Gegenüber der Fall war in der Vergangenheit. Ich spreche deswegen von der Vergangenheit, weil ich die Ausrichtung nach links und die Ausrichtung nach links habe. Das ist angesichts der Vergangenheit. Und hier haben wir euren nach links ausgerichteten Pagen der Stäbe. Wie gesagt, könnte jemand sein, der jünger als ihr seid, könnte jemand sein, das sehr temperamentvoll ist. Kindliche Energie, weltoffen, kann man aber auch zu diesem Menschen sagen, vor allem in dieser Spiegelung hier zu den zwei der Stäben. Jemand, der sich oftmals der Ernsthaftigkeit einer Lage nicht bewusst ist. Jemand, der das Leben vielleicht zu leicht nimmt, auf die leichte Schulter nimmt oder eben Pflichten vernachlässigt tatsächlich. Kann hier sehr, sehr gut euer Gegenüber sein, kann ein Feuerzeichen sein, muss kein Feuerzeichen sein, definitiv jemand, der auf die charakterlichen Eigenschaften, wie gerade genannt, passen würde. Der Teufel. Der Teufel umzingelt von den zwei der Stäben, von den acht der Stäben und nochmals von den acht der Stäben. Definitiv hier kam es bei einigen von euch auch schon zu einer Unterredung. Viele von euch dürften diesen Menschen darauf hingewiesen haben, dass er sich vielleicht ein bisschen mehr hat einzubringen. Das kann hier sehr, sehr gut sein. Oder aus heiterem Himmel wurdet ihr tatsächlich entweder beleidigt oder ihr wurdet angeschrien, angemault, vielleicht scharf kritisiert. Hier ist ja auch Kritik zu sehen in der Konjunktion. Es kann hier sehr, sehr gut zu einer verbalen Auseinandersetzung in der Vergangenheit zwischen euch beiden gekommen sein. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Oder man hat jemanden darauf hingewiesen, dass es so, wie er es hier durchzieht, nicht wirklich lange laufen darf. Und das ist hier auch etwas, was auf eure persönliche Lage zu beziehen ist, liebe Wassermänner, wenn es so für euch resoniert. Folgend darauf und nochmals folgend darauf sind die acht der Stäbe. Klassische Kommunikation mit dem Drang zum Fortbewegen, mit der Drang zum Vorankommen, etwas wieder gerade biegen, beziehungsweise auch gemeinsam wieder in die richtigen Bahnen zu kommen. Es ist hier definitiv das Anliegen jenem, der die Kommunikation hier anstrebt, und das könnte euer Gegenüber sein, könntet aber auch ihr sein hier in dieser Konstellation. Man möchte hier die Sache wieder gerade biegen, man möchte den gleichen Nenner wiederfinden, man möchte definitiv auch die gemeinsame Arbeit sozusagen aufrecht erhalten. Das ist hier auf jeden Fall angestrebt, wird ein sehr, sehr kommunikativer Monat für euch, liebe Wassermänner, beziehungsweise eben in dieser Zeit angesichts dieser Situation wird viel über die Sache geredet, diskutiert, beziehungsweise eben halt kommuniziert. Das Hauptanliegen bzw. die Herzensangelegenheit hier in der Mitte dargestellt in Form des Ass der Kelchen ist definitiv eure eigene Selbstliebe bzw. Selbstverwirklichung oder wie es der Fuchs ausdrücken würde, die Selbsterkenntnis. Man hat hier gesehen, man schuftet hier. Man macht, man tut, man schaut, dass alles läuft, man bringt sich ein, man engagiert sich. Und dieses Engagement und je höher dieser Level des Engagements steigt, desto höher wird zwangsweise aber auch die Erwartung an den jeweiligen Gegenüber, sich ebenso einzubringen. Denn, ne, wie sagt man da, it takes two to tango, sagt man im Englischen, zu dieser Sache gehören zwei, sagt man im Deutschen im Prinzip. Einer von euch beiden ist hier definitiv der Macher und der andere ist der Zuschauer. Und ich meine eher, dass ihr der Macher wart in der Vergangenheit. Und hier appelliert man selbst an die Selbsterkenntnis bzw. an die Selbstverwirklichung oder eben, dass es halt einem selbst auch gut geht, dass man mit der Sache zurechtkommt,
dass man etwas annehmlich gestaltet. Und das liegt vorrangig in eurem Interesse, jedenfalls, liebe Wassermänner. Ich kann mir gut vorstellen, mit dem Ast der Schwerter auf das Ast der Kelche geklärt, kommt hier nochmals auch dieses deutliche Ausdrücken, ich will bei der ganzen Sache nicht zu kurz kommen. Das kann etwas sein, was ihr innerhalb dieser Gespräche verwenden könntet, was ihr einbringen werdet, denn hier ist auch die Wahrheit anzusprechen. Die Wahrheit über die eigenen Bedürfnisse, über die eigenen Gefühle, beziehungsweise wie ihr diese ganze Sache seht. Das muss kommuniziert werden, das muss aber auch dem anderen deutlich gemacht werden. Man appelliert hier an den Stolz, an den Selbstwert. Ich kann mir hier mehrere Sätze vorstellen, die von euch fallen könnten, liebe Wassermänner. Dass ihr zum Beispiel mehr verdient habt, dass ihr euch mehr wünschen würdet, dass der Gegenüber vielleicht auch mal ein bisschen mehr macht, dass euch Arbeit abgenommen wird, dass sich der Gegenüber vielleicht auch mal von selbst dazu berufen fühlt, mal Hand anzulegen, möglicherweise im Haushalt natürlich mitzuhelfen, möglicherweise aber auch auf der Arbeit einige Tätigkeiten zu erledigen, die halt sonst liegen gelassen werden. Ihr seid hier mehr wert, als ihr euch in der Vergangenheit möglicherweise angesehen habt oder zu dem, wo ihr gemacht wurdet. Ihr wurdet vielleicht als diejenigen abgestempelt, die sich schon um die Sache kümmern, um es mal so salopp auszudrücken. Und hier in der Mitte des Readings erkennt man dann definitiv, nein, ich bin hier nicht derjenige, der ständig rennen muss. Ich darf auch mal etwas tun, was für mich schön ist. Und dann kann ich auch von anderen erwarten, dass die mir entweder dabei helfen oder sich eben auch einbringen. Und das wird vorrangig hier erkannt in dieser Konstellation. Und das ist etwas, was mit den eigenen Bedürfnissen, den eigenen Wünschen, den eigenen Gefühlen zu tun hat. Und das ist definitiv auf eurer Seite hier der Fall. Man ist hier natürlich auch drauf aus, dass man jetzt den anderen nicht irgendwie komplett vernachlässigt, nicht irgendwie jede Arbeit zuschiebt oder sowas. Es sollen hier auch auf die Bedürfnisse des jeweiligen Gegenübers geachtet werden, aber man versucht das Ganze hier, wie schon gesagt, auszuleveln. Mit dem Tod auf die 9 der Kelche geklärt, kommt hier auch definitiv eine Veränderung in das ganze Spiel. Es wird hier potenziell mehr darauf geachtet, dass ihr zufrieden seid, liebe Wassermänner. Nicht nur von eurem Gegenüber, sondern vorrangig auch von euch ausgehend. Ihr werdet hier euch eher so verhalten, fortan, innerhalb dieser Lage, innerhalb dieser Situation, dass ihr damit sozusagen im Einklang seid, dass ihr damit zurechtkommt, dass man hier nicht sich um alles kümmern muss, sondern dass das fair und gleich aufgeteilt wird. Wird euch hier potenziell gelingen, denn das Ganze kommt eine große Veränderung hinein, was nicht nur an den Gegenüber hier und seine Bedürfnisse sozusagen appelliert wird, sondern auch an die eigenen Bedürfnisse appelliert wird. Keiner von euch beiden wird zu kurz kommen, man schafft es hier aber potenziell gemeinsam, und hier bin ich bei den 3 der Münzen angelangt, am selben Strang zu ziehen, gemeinsam in die gleiche Sache zu investieren, und zwar zu gleichen Teilen, sodass keiner von euch beiden zu kurz kommt. Denn, liebe Wassermänner, ihr seid hier, was diese Angelegenheit angeht, in der Vergangenheit definitiv zu kurz gekommen. Und das ist auch etwas, was euer Gegenüber einsehen wird, beziehungsweise muss fast schon. Und hier in der Spiegelung vom König der Schwerter zu dem Pagen der Stäbe seid ihr hier definitiv im Recht. Das ist schon mal das Erste. Und das Zweite ist hier, ihr habt das Zepter hier in der Hand, beziehungsweise in dem Fall das Schwert in der Hand. Ihr dürft hier bestimmen, in welche Richtung es geht. Ihr dürft hier sagen, du pass auf, das und das, so oder so, das möchte ich nicht mehr haben. Ich möchte auch mal Zeit für mich haben. Ich möchte hier nicht nur deinen Scheiß hinterherräumen, um es mal so salopp auszudrücken. Es kann hier sich sehr, sehr gut um eine solche Situation bei euch im Speziellen handeln, liebe Wassermänner. Ihr seid hier aber die Könige in diesem ganzen Spiel, was mich annehmen lässt, dass ihr A im Recht seid und B auch in der Position seid, jene Forderungen zu stellen. Zudem werdet ihr euch hier potenziell durchringen, diese Entscheidung zu treffen, das Ganze nicht bei dem hier zu belassen, sondern eben mit Kommunikation, Sachverständnis beziehungsweise auch auf den anderen eingehen, aber auch an den anderen appellieren, dass auf euch eingegangen werden muss. Das sind alles diese Hintergründe, die potenziell dazu führen können, dass das Ganze hier tatsächlich vom Erfolg gekrönt wird. Ich habe hier eine Gelassenheitsenergie, ich habe hier Ruheenergie, beziehungsweise natürlich auch Heilungsenergie. Das Ganze hier ist sehr, sehr stark vorzuheben, vor allem in Bezug auf den Teufel, denn so wie es hier ablief oder vielleicht noch abläuft, je nachdem in welcher Zeitspanne ihr euch hier befindet,
wird das auf Dauer nicht gut gehen. Und dafür ist hier auch diese Mäßigkeit dargestellt. 10 Kelche, 3 Kelche, definitiv zwei sehr positive Outcome-Karten, die auf ja, Glück hindeuten, die auf Fröhlichkeit hindeuten, die auf Harmonie hindeuten, die hier auch auf Vereinigung hindeuten. Ne? Eine Hand wäscht die andere, kann man sagen, beziehungsweise ein Miteinander, welches definitiv vom Glück, von Freundlichkeit, von Respekt und von Aufrichtigkeit geprägt ist. Ich schaue mir diese drei Karten jetzt natürlich im weiterführenden Reading noch etwas genauer an, um vielleicht herauszufinden, wie genau es euch hier gelingen wird, potenziell auf den gleichen Nenner zu kommen und wie das Ganze voranschreiten wird. Wenn ihr euch in einer solchen Lage befindet, liebe Wassermänner, wenn ihr hiermit resoniert und ihr auch gespannt seid, wie es weitergeht, nehmt gerne das weiterführende Reading in Anspruch. Es ist natürlich nach wie vor kein Muss. Ich wünsche euch weiterhin einen tollen Juli. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch anhaltende Gesundheit. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und bis dahin, macht es gut.